Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zu einem Vlog von mir und einem Update. Erstmal will ich mich bedanken. Danke für 64.000 Abonnenten. Ich habe den Kanal am 15. im letzten Monat, ich habe das Video da hochgeladen am 15. im letzten Monat. Und es läuft wirklich sehr, sehr gut. Also vielen Dank dafür. Ihr wisst ja jetzt bereits, ich habe mir eine Oculus Rift gekauft und ich bin wirklich übertrieben überzeugt von dem Teil. Im nächsten Jahr kommt neue Update-Version von dem Oculus Rift raus, beziehungsweise die Vollversion, und da soll die Grafik besser sein, also die Auflösung, und man soll dieses Schwindelgefühl nicht mehr haben, worauf ich mich sehr, sehr freue, werde ich mir dann auch holen. Aber da es noch so lange dauert, habe ich mir erstmal die normale Version geholt, also ihr braucht kein Geld dafür auszugeben. Wartet einfach lieber, bis die Vollversion rausgekommen ist, und dann lohnt es sich auf jeden Fall, denke ich. Außerdem habe ich eine Seite gefunden, wo drin steht, welche Spiele genau damit kompatibel sind, und die werde ich auch in Zukunft dann spielen. Also darauf könnt ihr euch auch sehr, sehr freuen. Und viele wollten auch, dass ich das Teil benutze. Also ja. Zum anderen will ich noch was zum Uncharted Let's Play sagen. Und zwar habe ich ja die ersten zwei Teile hochgeladen, habe mich dann aber entschlossen, es nicht weiterhin hochzuladen, weil, das ganze Problem liegt einfach am Zeitmangel. Ich habe nämlich jeden Donnerstag muss ich zu einer Ausbildung fahren, und damit ich mich trotzdem irgendwie absichern kann. Und das ist mir ziemlich wichtig, und dafür muss ich auch lernen, auch wenn es nur jeden Donnerstag ist. Es ist quasi so etwas wie ein Studium. Man muss nicht hinfahren, aber man muss halt dann zu Hause lernen und die Abschlussprüfung bestehen. Und das will ich natürlich, deswegen habe ich nicht so viel Zeit wie sonst immer. Ich könnte zwar nebenbei noch ein Let's Play am Laufen haben, das werde ich wahrscheinlich auch. Allerdings ist das Problem, dass ich für meine anderen Videos ziemlich viel Zeit brauche. Das Ganze liegt daran, dass ich meine Videos schneide. Und das klingt zwar ziemlich komisch, aber ich finde persönlich, wenn ich ein Video bearbeite, ich meine, ich liebe es, die Videos zu bearbeiten, und dazu gehört halt das Schneiden dazu. Und Schneiden ist eine Sache, die mir extrem Spaß macht. Also ich liebe es wirklich zu schneiden. Und das ist etwas, ohne Schneiden bin ich einfach nicht zufrieden mit dem Video, außer natürlich bei Let's Plays. Aber das ist etwas, was ziemlich viel Zeit kostet, was mir aber sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch der Grund, wieso das bei mir immer so lange dauert, bis ich irgendwelche Videos fertig habe. Und zum Beispiel bei The Impossible Game, ihr seht, ich schneide nur. Denn das Ganze ist nicht irgendwie nur ein Knopfdruck und dann ist alles fertig geschnitten. Nee, man muss wirklich präzise schneiden, überlegen, an welchen Stellen sollte man jetzt schneiden, an welchen Stellen passt es dann nicht zu schneiden. Das ist alles einfach nicht so einfach, aber es macht wirklich grandiosen Spaß, und deswegen mache ich es auch. Übrigens vielen Dank an so viele Likes auf meine Facebook-Seite. Ich habe jetzt eine neue eröffnet, die heißt Danny Justin, beziehungsweise facebook.de/DannyJustinOfficial, oder einfach Link in der Beschreibung. Ich habe einmal auf meiner Facebook-Fanpage einen Kommentar gepostet, wo ich gesagt habe, ich habe eine neue Fanpage, und schon hat die Fanpage 11.000 Likes. Also vielen Dank dafür. Manchmal denke ich, ihr seid irgendwie krank. Ich weiß nicht. Also falls sich einige Leute jetzt denken, ich werde keine Let's Plays mehr machen, das ist Unsinn. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viele Let's Plays machen. Allerdings warte ich noch auf neuere Spiele, denn ich will nicht immer die alten Spiele Let's Playen. Zum Beispiel Uncharted kennt ja auch quasi jeder, oder The Last of Us oder Heavy Rain kannten echt schon viele. Und deswegen macht es immer mehr Spaß, wenn man ein Spiel Let's Playt, was halt neu ist. Also wenn ihr irgendwelche Spiele wisst, die jetzt neu rauskommen werden, ich werde mich da auch informieren, dann schreibt sie ruhig in die Kommentare und sagt mir, an welchem Datum das Spiel rauskommt und ob ich das nicht vielleicht Let's Play könnte. Ich werde es mir anschauen, den Trailer anschauen, und dann gegebenenfalls werde ich es dann spielen. Übrigens, ich will auch ein bisschen mehr mit euch in Kontakt treten. Das Ganze will ich dann so machen, dass ich an einem bestimmten Tag in der Woche mich immer 1-2 Stunden dran setze und dann Fan-E-Mails oder wie auch immer da antwortet drauf. Übrigens, ich will auch ein Postfach aufmachen. Ich werde gleich morgen zur Post gehen, oder auch Montag, wenn sie nicht morgen zu ist. Ich bin mir nicht sicher. Und dann werde ich ein Postfach aufmachen. Denn, da könnt ihr mir Briefe zusenden. Bitte nichts Teures, ich nehme das auch gar nicht an. Ich werde sofort zurückschicken, wenn es ein Paket ist. Was dann wahrscheinlich eh nicht gehen wird, weil ich eh nur Briefe erlauben werde. Also ihr könnt was malen oder irgendwelche kleinen Päckchen senden, was auch immer da drin ist. Auf jeden Fall kann ich die dann aufmachen im Video und eure Briefe vorlesen. Außerdem habe ich jetzt auch noch ein neues, wie nennt man das? Ein neues Objektiv bestellt. Und zwar kommt es morgen an. Ich habe ja Amazon Prime. Shit, das war vielleicht Werbung. Ohne Scheiß, die Qualität, die ist jetzt nicht die beste. Die ist gut, aber nicht die beste. Und wenn das Objektiv zu mir kommt, dann wird die Qualität auf jeden Fall Bombe sein. Also lasst euch einfach überraschen, die wird dann wesentlich besser sein. Ich habe mir überlegt, soll ich mir Twitter erstellen oder Ask.fm, aber Ask ist dann ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde Twitter schon ziemlich gut. Viele sagen Gutes über Twitter, aber in Deutschland hat halt nun mal nicht jeder Twitter. Ich bin mir aber sicher, dass ein paar Leute von euch sich dann Twitter erstellen werden, denn da sollte ich dann alle Fragen beantworten. Und auf Facebook auch, antworte ich ab und zu mal auch auf Fragen. Und da sehe ich eure ganzen Posts, eure ganzen Bilder und so weiter und so fort. Außerdem kommen da immer die Videos hoch, die ich
hochgeladen habe. So, ich glaube, das war's an Update. Also, vielen Dank für euren Support. Ich will mich auch nicht immer bedanken. Langsam wird's echt Zeit für ein Special. Ich habe auch schon das nächste Special in Planung. Das werde ich aber erstmal nicht verraten. Ich will ja nichts spoilern. Und das wird dann, weiß nicht genau, wann hochkommen. Auf jeden Fall lade ich dann ein Special hoch. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss! Schon so oft gesagt, lass es einfach. Teddy. Okay, ich habe das vielleicht nicht so ganz gemeint, okay? Ich meine das einfach nur so, dass ich immer in diesem Bett schlafe und du immer hier reinkommen musst. Immer machst du das. Teddy, das war nicht... Teddy, das war...